bringen, egal ob es wie da auf einem Küssi, in einer Schale, ob ihr ein Hündchen für euch bringt, wie auch immer. Empfehlen kann ich Ihnen einfach, dass Sie, was immer Sie verwenden, das auch mal ausprobieren, wie dass Sie die Ringe hier anmachen wollen und speziell, wie Sie sie dann von da wieder wegbringen. Guter Tipp, üben Sie das vorher. Das Gleiche ist bei den Blumenkindern. Die Mädchen, die das machen, wenn sie sehr klein sind, die können das natürlich nicht wirklich üben. Aber es ist auch egal, wenn ein Mädchen einfach alles auf einmal ausleert. Süß sind die Knöpfe ja sowieso. Es wird immer wieder diskutiert, ob die Blumenkinder beim Reinlaufen vertraulich die Blumen streuen oder beim Rausgehen. Der heidnische Brauch ist eigentlich der, dass die Kinder beim Rauslaufen vorauslaufen und im Namen der Fruchtbarkeit die Rosenblätter oder Blumenblätter streuen. Am Ende des Tages ist es doch ganz egal, ob sie das möchten beim Reingehen oder beim Rausgehen. Wenn sie es beim Reingehen machen, tun sie das mit ihrem Fotograf oder mit ihrem Filmer gut absprechen, dass die Kinder ein bisschen Abstand haben zu ihnen und ihrem Vater, wenn sie reingehen. Weil das ist ja schon süß und schnusig, wenn die da vorne laufen. Aber auf jedem Bild möchten sie die Knöpfe nicht haben. Also viel Spass und alles Gute beim Blumenstreuen.